Die erschreckliche Moritat vom Kryptokommunisten. Wenn die Sonne bezeichnenderweise im Osten und rot hinter Wolken aufgeht, das ist seine Zeit, da er flach wie ein Tiger aus härenem Bette aufsteht. Er wäscht sich nur ungern und blickt in den Spiegel mit seinem Mongolengesicht. Er putzt sich die Zähne mit Branntwein und trinkt einen Wodka, mehr frühstückt er nicht. Dann zieht der Kommunist die Unterwanderstiefel an und dann geht er an sein illegales Untertagwerk ran. Und dann fletscht er die Zähne, die Hand hält er vor, denn das darf ja kein Mensch niemals sehen. Um 9.10 Uhr frisst er das erste Kind, blauäugig blond, aus dem Kindergarten. Um 11 Uhr brennt die Kirche, es drängen sich hilfsbereit Feuerwehr, Bürger und Christ. Dagegen will die CSU eine andere Debatte eröffnen, und zwar über die Linkspartei. Nach der umstrittenen Kommunismusäußerung von linken Chefin Lötsch wurde die Forderung nach einem Verbotsverfahren laut. Hintergrund ist ein Zeitungskommentar, in dem Lötsch über Wege zum Kommunismus geschrieben hatte. CSU-Generalsekretär Dobrindt sagte, damit stelle sich die linken Chefin außerhalb der Verfassung. Wer den Kommunismus als Parteiziel darstellt, der zeigt deutlich, dass er gegen das Grundgesetz ist und der zeigt deutlich, dass er die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland abschaffen will. Wer dies tut und wer den Kommunismus zum Parteiziel erhebt, der muss zwingend flächendeckend in ganz Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Bei uns hat Gesine Lötsch, Vorsitzende der Linkspartei, ein Gespenst wach geküsst. Das Gespenst des Kommunismus. In einem langen Aufsatz für die Tageszeitung Junge Welt, die sich marxistisch nennt, schrieb sie etwas verträumt über eine Suche nach Wegen zum Kommunismus. Es hat dann ein paar Tage gedauert, bis Reaktionen kamen, aber dann ging es heftig los. Da half Gesine Lötsch auch nicht mehr, dass sie 2000 Worte später am Ende des Artikels geschrieben hatte, dass sie demokratischen Sozialismus will. Das ist was anderes als Kommunismus. Die Erregung war auf beiden Seiten groß. Bei ihren vielen Gegnern, die jubelten, dass die Linke endlich ihr wahres Gesicht zeige. Und bei ihren eigenen Parteifreunden, die sich am Anfang eines großen Wahljahrs gar nicht schnell genug von der Genossin und von ihrem Gespenst distanzieren konnten. Heute Abend trat die Umstrittene auf in Berlin. Wo bitte geht es zum Kommunismus? Das wollte Linken-Chefin Lötsch eigentlich an diesem Abend in Berlin diskutieren. Aber die Lust auf Diskussion war ihr nach aller Kritik vergangen. Eine Rede gab's gerade noch, Verteidigung, Fragen nicht mehr zugelassen. Wenn jetzt einige Politiker der Meinung sind, dass ich keine Demokratin wäre und ich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stünde, dann ist das eine Unverschämtheit. Nein, ich habe die Opfer des Stalinismus und des autoritären Sozialismus nicht vergessen. Trotzdem dürfe der Begriff Kommunismus verwendet werden. Die ganz linken Linken, die zur Berliner Rosa-Luxemburg-Konferenz gekommen sind, finden es gut. Die Linkspartei ist links. Und links bedeutet nach wie vor eine Option für den Kommunismus zu haben. Fast alle führenden linken Politiker sehen das anders. Fraktionschef Gysi erklärt heute nochmal den Genossen in Hamburg, die Linke habe sich bewusst entschieden, keine kommunistische Partei zu sein. Ich habe nun mal die Tatsache, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland, und zwar verstärkt in den alten Bundesländern im Vergleich zu den neuen Bundesländern, mit dem Begriff Kommunismus, Stalin, Pol Pot, Mauer etc. verbindet. Dann darf ich das nicht ignorieren. Die Genossen in Hamburg sind schließlich mitten im Wahlkampf. Sie spüren, die Kommunismusdebatte kommt zur Unzeit. Es macht es für uns nicht einfacher auf der Straße, gerade da die Medien auch viel jetzt die Leute beeinflussen. Es dreht sich nur für die Medien um diese Kommunismusgeschichte. Ich glaube, dass die Menschen in Hamburg ganz andere Probleme haben. Es geht um Schadensbegrenzung im Wahlkampf. Co-Parteichef Klaus Ernst will vom Begriff Kommunismus gar nichts wissen. Ich hätte es nicht geschrieben, ich hätte aber auch
hätte keine Veranlassung dazu gesehen, mich dazu zu äußern, sondern wir haben zurzeit eine Programmdebatte. In dieser Programmdebatte werden Sie das Wort Kommunismus nicht finden. Wir sollten diesen Begriff nicht im Zusammenhang mit den Zielen der Partei verwenden, sondern wenn, dann eher auf wissenschaftlichen Podien. Aber auf dem Podium war es mit dem Kommunismus heute auch schwierig. Nach Gesine Lötsch sprach dazu schließlich Ex-RAF-Terroristin Inge Fiert und draußen demonstrierten Mitglieder eines stalinistischen Opferverbandes. So hatte sich die Linke den Auftakt dieses Wahljahres sicher nicht vorgestellt. Andreas Meutzig, ich komme aus Frankfurt. Ihre jetzige Gruppierung hat ja einen Namen. Sie nennen sich Die Linke. Die Gruppierung hieß früher PDS, davor hieß sie SED. Und davor war es eine Zwangsvereinigung zwischen KPD und SPD. Eine klare Frage an Sie, die Sie bitte nur mit Ja oder Nein beantworten. Das war noch nicht die Frage. Da ich nicht auf dem Podium sitze, kann ich Ihnen nicht erwidern. Deswegen ein Wunsch von mir, Ja oder Nein. Sind Sie Kommunist? Herr Gysi, Sie dürfen aber, glaube ich, ja oder nein, Komma, weil oder warum sagen das, weil das interessiert, glaube ich, den Rest des Publikums mindestens. Ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten, und zwar aus einem einfachen Grunde, oder Sie müssten vorher definieren, was Sie darunter verstehen. Das ist mein einziges Problem. Ich muss Ihnen sagen. Und zwar, weil ich die Utopie einer kommunistischen Gesellschaft, in der die sozusagen ganz anders, Sie können es auch bei Habermann und anderen nachlesen, also diese Kopie finde ich wichtig. Diese Utopie finde ich wichtig, diese Vision finde ich wichtig. Aber ich weiß, dass heute in vielen Ländern unter Kommunisten ganz bestimmte Leute, sage ich mal, mit einer Art von Akzeptanz für Stalin und sonst was, eine Art Akzeptanz für einen autoritären Sozialismus verstanden werden. Das bin ich nun auf gar keinen Fall. Und deshalb ist es so schwierig, einfach Ja oder Nein zu sagen, weil es davon abhängt, was Sie wollen. Sie können einfach davon ausgehen, ich habe mich sehr bewusst demokratischer Sozialist genannt. Und das soll zweierlei bedeuten, das kann ich Ihnen ganz kurz sagen. Ich will überhaupt nie wieder zurück zu einem autoritären, diktatorischen Sozialismus. Der ist erledigt, der ist von der Menschheit abgelehnt worden. Das habe ich verstanden, das habe ich begriffen und ich glaube, das war auch wichtig, dass wir das alle begreifen. Aber das heißt eben nicht, dass der Kapitalismus gesiegt hat. Verstehen Sie, der ist bloß übrig geblieben. Und ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran. Das will ich sagen. Ich glaube nicht daran, dass sozusagen die Allmacht des Geldes, die Dominanz der Kapitalverwertungsinteressen, dass das die Form ist, in der wir uns dauerhaft auf der Erde als Menschen organisieren können. Und deshalb gebe ich sozusagen meine Vision von einem demokratischen Sozialismus, das betone ich so, weil die autoritäre Variante kommt für mich überhaupt nicht in Frage, nicht auf. Und die bedeutet zweierlei. Auch dort wird es Kapitalverwertungsinteressen geben, aber sie dominieren nicht das Geschehen, sondern das Geschehen soll dort dominiert werden durch die sozialen Interessen der Menschen, das heißt auch die kulturellen, auch die ökologischen, auch die bildungspolitischen Interessen. Ich weiß, das ist weit fern, hat mit Wahlen und 4 Jahren nichts zu tun, aber ich möchte dieses Ziel einer solchen Gesellschaft nicht aufgeben. Das ist mir wichtig. Und nun nennen Sie das, wie Sie wollen. Also ich nenne das demokratischer Sozialist.